not through. Knock, put up. Na, endlich. Ja, sag mal, bist du verrückt? Warum denn? Wenn die uns hier zusammen erwischen, sind wir erledigt. Ich wollte mit dir allein sein. Thomas, du spinnst. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Aber jetzt ist doch alles vorbei. Die letzte Gelegenheit, um nochmal zusammen zu sein. Aber du kannst doch jetzt nicht mehr raus. Du musst die ganze Nacht hier bleiben. Das will ich auch. Ja, und was sagen deine Eltern dazu, wenn du nicht nach Hause kommst? Ach, die merken gar nichts. Mein Vater ist im Ochsen und kommt besoffen nach Hause. Und meine Mutter? Jeden Abend ihre Schlaftabletten. Waren die denn nicht in der Vorstellung? Das interessiert die gar nicht. Hübsch hast du sie. Was? Ja, richtig gibt's. Könnte ich sie auch aushalten. Meinst du? Mit dir natürlich. Stumm. Na und ob? Ja, das ist der. Ich habe leider nur einen Becher. Mach doch nichts. Prost. Prost. Wenn ich im Frühjahr aus der Schule komme, muss ich wahrscheinlich eine Lehre machen. Und? Weißt du schon was? Nein. Eigentlich würde ich ja viel lieber studieren und Rechtsanwalt werden. Oder Tierarzt. Und mein Vater will nie. Du kennst ihn ja. Er denkt eben ganz anders als ich. Weißt du, ich finde das eine unheimliche Schweinerei, dass man dich einsperrt. Bloß weil du mit dem Jungen zusammen warst. Was willst du machen? Das ist nun mal so. Aber es ist doch völlig egal, ob man mit dem Mädchen oder mit dem Jungen zusammen ist. Hauptsache, man hat sich gern. Das finde ich ja auch. Nur die Richter denken ein bisschen anders darüber. Hast du deinen Freund sehr gern gehabt?
Kontakt zu ihm. Nein. Warum nicht? Er hat jetzt ein Mädchen. Ich musste die ganze Zeit an dich denken. Du hättest nicht hier bleiben sollen. Warum hätte ich nicht hier bleiben sollen? Im Lager war auch mal was mit dem Jungen. Dabei hat uns der Pfarrer erwischt. Da mussten wir eine Woche lang für das ganze Lager Geschirr spülen. Einen Freund hast du nie gehabt? Nein. Thank you.
Moin. Ja, was, Kurat? Sie sind schon auf? Ich bin eben Frühaufsteher. Wie Sie. Genügend Geld gespart für uns beide, dass wir uns eine eigene Wohnung mieten können. Wenn du willst, können wir auch abhauen ins Ausland. Da kennen uns niemand. Martin. Ich will auf dich warten. Ich habe doch sonst niemanden außer dir.